Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute wieder ein neues Video in aller Frische. Wir haben Samstag, 13 Uhr und ein paar zerquetschte. Ich hätte eigentlich schon vor gefühlt 20 Minuten losfahren müssen. Ich muss jetzt nämlich nach Hamburg. Dort findet heute ein Fantreffen statt, der besonderen Art will ich mal fast behaupten. Und zwar treffe ich mich heute mit den Gewinnern von der limitierten Autogrammkartenaktion. Und es sind coole Sachen geplant. Ich fahre jetzt in die Firma, dort zocken wir ein bisschen Mario Kart, später gehen wir noch eine Runde bowlen. Ich bin gespannt, wer mich da erwartet. Die Leute wissen ja, wen sie erwarten, nämlich mich. Ich weiß aber nicht, wen ich dort erwarte. Das wird ganz spaßig. Ja, und dann gehen wir noch bowlen. Eventuell fahren die hier auch in der Butze noch mit. Also in dem AMG. So, erstmal Sportmodus rein. Besser ist das, Digga. So, natürlich wieder standardmäßig eine Folge 3 Fragezeichen auf dem Weg hören. Ich hoffe, es ist eine neue Folge rausgekommen. Ja, moin. Fand ich auch lustig letztes Mal, wie viele von euch, oder was heißt lustig, hat mich gefreut, wie viele von euch auch 3 Fragezeichen hören. So, moin, kein Internetempfang hier unten. Ich hate mal live. So, ich muss jetzt erstmal los. Ich muss auch nochmal ganz schnell in die Innenstadt. Heute ist Bundesliga. Das heißt, ich muss auch nochmal zum Wettbüro. Man kennt ihn. Dort so mal den einen oder anderen 20er anzünden. Ja, ich weiß, Glücksspiel oder Wettbüro. Aber Freunde, alles in Maßen und Fußball, Wetten ist bei mir völlig in Maßen, also wirklich. Insofern passt das. Heute spielt nämlich auch noch HSV gegen Bayern. Das wird auch nochmal ein interessantes Spiel. Und dieses Spiel würde ich so gerne sehen. Und ich kann es nicht sehen, weil ich zum Fantreffen muss. Ja, da opfere ich einiges. Ich sage euch ganz ehrlich, das Spiel hätte ich gerne gesehen, aber gut, das Treffen geht natürlich vor. Und ja, ich fahre jetzt erstmal los, also sehen wir uns dann gleich in alter Frische. So, nochmal auf Krampf eine Folge rausgesucht. Ich schaue mir heute die Folge 160 an. Geheimnisvolle Botschaft. Noch keine ganz neue Folge draußen. Die ist jetzt hier von 2013, aber so what. Also gönne ich mir auf dem Weg nach Hamburg eine schöne Folge 3 Fragezeichen. So lohne ich mir das. Sind da die dicken Millionen drauf? Oh ja. Kurzer Boxenstopp. Der AMG ist durstig. Was meint ihr? Wie viel nimmt er? Wir werden es gleich sehen. Er ist auf jeden Fall durstig und alle. Blubber, blubber. 10 Euro weg. Ja. 60 Liter schon drin. Schauen wir mal. Soll er eigentlich gleich voll sein. RIP. Geld. Knappe 100 Euro auf entspannt. Und voll ist die Möhre. So, Freunde. Wir sind jetzt im Elbtunnel und ihr wisst ja, Elbtunnel, AMG, gute Kombination. So, dann gehen wir mal Stoff. Böse. So, Freunde, wir befinden uns in den Heiligen Hallen. Das ist hier das Lager von der Firma. Hier sind die ganzen Klamotten, die ganzen Get On My Level Klamotten. Sieht für euch wahrscheinlich ziemlich voll aus, das Lager, ist aber eigentlich recht alle. Da wird noch einiges in Zukunft passieren, gerade jetzt zur Ende der Jahreszeit. Guck mal hier, das sind alles Caps, Digga. Holy moly, davon muss ich mir erstmal nachher noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, moin. So, Fantreffen ist voll am Laufen. Lass mich einmal kurz raus. Ja, moin. So. Hallo? So. So sieht das dann hier aus. Die Firma kennt ihr ja schon. Wir schauen auf ganz entspannt da hinten Bundesliga. Wir werden aber gleich noch bowlen gehen. Aber Bundesliga, hier sind einige Fußballfans. Ich habe auch ein bisschen getippt. Moin. Und wir entspannen hier, haben eben noch ein bisschen Mario Kart gezockt. Beziehungsweise ich habe Mario Kart gezockt online auf Egoist. Jetzt schauen wir hier noch ein bisschen Bundesliga und dann geht's gleich rüber zum Bowling Center. Da werden wir ein bisschen bowlen und danach fahren wir dann die Gewinner noch ins Hotel. Die übernachten dann hier auf unsere Kosten, auch entspannt. Haben auch noch ein paar Geschenke von uns bekommen, kann ich auch noch mal euch zeigen. Also als allererstes den Turnbeutel. Wartet mal. Also den Turnbeutel haben sie bekommen. Dann ein Get On My Level Mousepad, auch ganz entspannt. Dann haben wir hier noch drin eine Cap. Noch ein T-Shirt in deren Größe und hier, wartet, na komm, mach kein Auge, Tasche. So, hier haben wir noch einen Mediamarkt-Geschenke-Gutschein für jeden reingehauen im Wert von 100 Euro.
Noch ganz entspannt, packe ich wieder zurück, so. Und jeder kann sich noch selber einen King-Controller konfigurieren auf der Seite von King-Controller. Dann fertigen wir den an, oder lassen den anfertigen und dann kriegen die den zugeschickt. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Insgesamt sind von 10 Leuten, die gewonnen haben, drei Leute nur gekommen. Einer hat spontan noch abgesagt, die anderen haben sich gar nicht gemeldet. Ja moin, da wird der ein oder andere von euch jetzt kotzen, weil viele von euch hätten Bock gehabt. Aber wie gesagt, das war schon immer so bei solchen Aktionen, dass nur ein Bruchteil von den Leuten, die dann gewonnen haben, sich überhaupt melden. Also in Zukunft vielleicht, wenn so eine Aktion nochmal startet, darauf achten. Naja, wir werden gleich rüber zwischen zum Bowling Center noch was essen, also bis gleich. Das Wetter ist leider absolut suboptimal. Die Straße ist sowas von nass. Da fällt die Kamera runter, Digga. Ja, doppelseitiges Klebeband-Fail. Ja, moin. Hat dir das gefallen, oder was? Auf Keplerstraße nach Osten Richtung Große Brunnenstraße starten. Oh, ist gut, Süße. Das mit dem schlechten Beifahrer, das bin ich auch. Ja, es tut mir echt leid, ich würde dir gerne die volle Kraft zeigen, aber es ist absolut nass auf der Straße. Ja, du merkst ja, wenn ich Stoff gebe, wie er die ganze Zeit versucht auszubrechen. Und den will ich dann auch nicht überstrapazieren, den Wagen, aber macht Spaß. Macht Spaß. Und wir haben ja noch 10 Kilometer vor uns. Das ist schön. Ja? Sehr schön. Also wir werden also noch ein bisschen in den Sitz gedrückt. Ja, ja, ja. Das ist halt. Und jetzt schöner als der Jaguar F-Type, oder? Ja, schon. Aber der Jaguar F-Type, du kannst diesen Wagen, finde ich, nicht mit dem Jaguar F-Type vergleichen, denn der Jaguar F-Type ist ja vom Ding her dann schon eher ein Rennwagen. Der hat ja nicht viel drin. Du darfst nicht vergessen, das ist ja einfach von AMG eine hochgezüchtete Limousine, ne? Na, E-Klasse. Ja. Der Sound, der vom Gas runtergeht. Die Explosionen sind geil, Mann, ne? Das ist einfach dieses Blubbern. Krass, dass wir sowas erleben dürfen. Überglücklich. Im Grunde ist es ja auch nur ein Auto, was einen von A nach B bringt. Ne? Allgemein heute Tag. Ja, du, mich freut es natürlich, sowas zu hören, aber ich sehe mich immer noch in der Situation, ich bin ja ein ganz normaler Typ, wie ihr auch. So, ich mache ein paar Videos im Internet, das war's. Freut mich natürlich, dass das für euch ein besonderer Tag ist. Für mich ist es auch ein besonderer Tag, ich war auch aufgeregt. Ich komme zu diesem Treffen und habe gar keine Ahnung, wer mich da erwartet. Also ich kenne euch ja gar nicht, ihr kennt mich aber aus den Videos so ein bisschen. Das ist natürlich auch immer eine sehr ungewohnte Situation. Ich habe einfach gehofft, dass niemand dabei ist, der ein Vollspacko ist. Das ist in dem Fall alles glücklich gelaufen. Ich komme mit jedem gut klar. Sympathie ist direkt da und insofern besser kann es nicht laufen. Jetzt vernasche ich euch gleich noch kurz im Bowling. Kannst du So, Freunde. Oh, das war wohl nichts. Satz mit X. Wir sind jetzt fleißig am Bowlen. Wir haben uns hier so, sag mal, die beste Ecke gemietet, die es gibt. Schade, von Toni. Schade. Und jetzt wird eine Runde gebowlt. Ich habe lange nicht mehr gebowlt. Aber ich werde die hier alle nass machen. Gerade noch mal aufentspannt Burger gegessen. Hab bestellt, bevor alle anderen bestellt haben. Ich war absolut todeshungrig. Da ging gar nichts mehr. Ich musste unbedingt was essen. Sehr verehrte Fahrgäste, wir sind hier gerade in der Bowlingbahn US Play. Monte setzt eventuell zu seinem nächsten Strike an. Wir wollen uns das Ganze mal hier von der Seite angucken. Wow! Monte, das war leider nichts. Was sagst du dazu? Ja, aufgeregt wegen Kamera. Okay, verstehe ich. 19 Punkte, Junge. Ich glaube. Ne? Schade, dass ich heute gerne noch mal Level-Pullover anhabe. Ja. Auf Kraft noch mal ein bisschen Werbung hier. Geil, ist geil. Mein Jacket sieht gut aus. Ja, na gut. Ja. Gut, bis später. Perfekt, danke. So, Freunde, jetzt gibt's noch Essen für alle. So sieht das Ganze aus. Schmeckt's euch, Jungs? Ja, perfekto. Das ist mein größter Fan hier, Arne. Hat auch Autogrammkartenaktion gewonnen. Nee, Spaß. Einer meiner Geschäftspartner. Also lasst euch schmecken, Jungs, ne? So, kleiner Zwischenstand. Nicht nur, dass ich dreimal nach meinem Wasser fragen musste, dann ist es gekommen. Dann musste ich nochmal fragen, weil ich extra Zitrone-Eis haben wollte. Jetzt haben sie mir meinen Burger zweimal gebracht. Ich habe den vorhin bestellt, habe den Zettel abgegeben, habe den Burger bekommen und jetzt bringen sie mir einfach nochmal. Vielleicht wollte ich ihn auch zurückgeben. Warum frisst du alles auf? Oh ja, oh, das sieht geil aus, geil. Oh, geil. Ja, keine Ahnung, jetzt habe ich einen Burger zu viel. Ja, moin. Oh,
So, Freunde, befinde mich jetzt wieder auf dem Rückweg. Wir haben es 8:30. Fan-Treffen, oder was ist Fan-Treffen? Das Meet and Greet, das private Meet and Greet ist jetzt zu Ende. War auf jeden Fall nice, also muss ich wirklich sagen. Nur coole Leute da gewesen, das ist halt auch immer so ein Punkt, wo man sich natürlich erstmal ein bisschen Sorgen macht. Also die Leute wissen ja, wen sie erwarten, nämlich mich, Monte. Ich weiß zwar, dass ich zu... Oh, was ist hier los? Ja, ich weiß halt nicht, wer mich da erwartet. Also kann halt auch sein, dass da auf einmal jemand ist, wo man sich vielleicht auf Anhieb auch unsympathisch ist. Das war aber auf gar keinen Fall der Fall. Die waren alle super nett, die da waren. Aber ja, wir haben, wie gesagt... Bitte links fahren auf die A255. Ja, ist gut jetzt. Nices Treffen. Wir haben zusammen Bundesliga geschaut, ein bisschen Mario Kart gezockt, beziehungsweise ich habe Mario Kart gezockt. Die haben ihre Geschenke da noch bekommen. Dann waren wir bowlen, haben Burger gegessen. Ey, ich drehe hier gleich in diesem Auto jetzt durch. Links. Ey, Mitch, Schnauze! Papa Monte redet und nimmt auf! So, da haben wir erstmal ein bisschen Stoff geben. Ja, auch die Reaktion von den Jungs im Auto war extrem lustig. ja, ich fahre jetzt nach Hause, habe noch ein paar Sachen zu Hause zu erledigen. In ja, ey, Mando! Ey, hier piept alles wegen Baustelle, leck mir am Arsch. Naja. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War auf jeden Fall ein geiles Treffen. Bitte links. Junge. In Richtung Bremen. Alter, mach's Maul! Die Ausfahrt ist ja aus und die Dachverwagen ist abgesehen, rechts gesperrt. Ich kann nur links fahren. So, jetzt nochmal in Ruhe, ohne dass die Olsch mir dazwischen quatscht. Jetzt links. Oh mein Gott, Alter. Es wird nichts mehr. Ich sage in dem Sinne einfach wiederschauen und reingehauen. Besser ist das.